Hallo Herr Krämer, vielen Dank, dass Sie das Interview heute mit uns machen. Sie sind Seelsorger hier im Klinikum Nürnberg Süd. Normalerweise laufen Sie ja von Station zu Station und betreuen und versorgen die Patienten. Das ist ja jetzt während Corona nicht mehr möglich. Wie sieht denn ökumenische Klinikseelsorger jetzt gerade in Corona-Zeiten aus? Also wir waren natürlich gerade ganz am Anfang, so ab Mitte März, schon sehr vorsichtig, wie wir jetzt unsere Besuche machen sollen. Wir haben das ganz viel abgesprochen hier im Haus, vor allem mit dem Personal auf den Stationen. Haben aber auch gemerkt, dass das sehr weiterhin erwünscht ist und auch sehr gut ist, wenn wir kommen, weil es eine große Entlastung ist, wenn wir da sind und als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Bei den normalen Stationen, wo jetzt keine Covid-19-Patienten liegen, ist es durchaus auch weiter möglich, einfach von Zimmer zu gehen, anzuklopfen und sich vorzustellen. Bei den anderen Stationen kommt man so ohne weiteres auch gar nicht rein, also wenn ein ausdrücklicher Gesprächswunsch vom Patienten kommt. Welche besonderen Sorgen und Anliegen haben denn die Patienten gerade? Jetzt nicht unbedingt die Covid-19-Patienten, sondern auch die Patienten auf anderen Stationen. Also das Hauptproblem momentan ist einfach, dass viele sehr darunter leiden, dass sie alleine sind, dass Angehörige, Freunde, Bekannte nicht mehr zu Besuch kommen können. Es ist jetzt seit ein paar Tagen wieder etwas gelockert mit Besucherscheinen, aber auch eingeschränkt. Wenn ich jetzt Besucher wäre, durch welche Schleusen müsste ich dann durch, dass ich reinkomme? Sie müssten einen Angehörigen hier im Klinikum haben, der Sie als Besucher sprechen möchte. Dann müssten Sie sich einen Besucherschein holen, der hier ausliegt, müssten den ausfüllen, müssten angeben, den Namen des Patienten, die Station und in welchem Verhältnis Sie zu ihm stehen und die Zeit eintragen. Und dann wird das alles genau kontrolliert, damit nicht zu viele kommen. Es darf nur pro Patient ein Besucher, ein naher Angehöriger kommen für eine Stunde am Tag. Und da muss natürlich auch einfach mit Mundschutz im Haus, mit Abstand, mit Händedesinfektion Patienten besuchen, damit wir einfach das Risiko der Ansteckung sehr gering halten. Verständlich, ja. Das gibt es seit ein paar Tagen jetzt wieder. Vorher gab es aber etliche Wochen lang gar nicht. Und da haben viele Patienten sehr drunter gelitten und waren dadurch sehr dankbar, dass wir von der Seelsorge zu ihnen gekommen sind und uns Zeit für sie genommen haben. Jetzt haben Sie ja einige Patienten auch über längere Zeit betreut. Hatten Sie da auch Patienten, die Ihnen vielleicht besonders ans Herz gewachsen sind in dieser Zeit? Ja, natürlich. Gerade die Patienten, die schon sehr lange hier im Haus liegen, die eine schwierige Heilungsgeschichte haben, die auch sehr darunter leiden und mir das im Gespräch immer wieder gesagt haben, dass sie jetzt einfach so alleine sind und keine Besucher bekommen dürfen und dass sie nicht wissen, wie lange sie hier noch liegen müssen, wann es endlich besser wird. Also das geht mir dann selber auch sehr nahe, wenn ich solche Sachen mitkriege. Dann nehmen Sie als Klinikseelsorger ja vielleicht auch was mit nach Hause. Wie geht es Ihnen denn jetzt gerade in dieser aktuellen Zeit? Wie gehen Sie und Ihr Team mit dieser Belastung um? Also ich versuche natürlich, die Sachen nicht sehr mit nach Hause zu nehmen. Ich versuche auch im Gebet viel abzugeben. Wir wissen, dass wir selber nur ganz kleine Menschen sind, die nicht alles bewerkstelligen können. Wir können Zeit schenken. Aber ich habe auch immer den Eindruck, dass Gott mitgeht. Dass er mich auch dahin führt, wo ich hin soll. Dass er mir auch die richtigen Worte gibt. Dass er mir beisteht. Dass ich von ihm meine Kraft bekomme. Und das hilft mir da einfach auch sehr. Natürlich ist die Lage im Team auch manchmal sehr angespannt, weil wir auch alle drunter leiden unter dieser Situation. Kann ich mich irgendwo anstecken? Wie schlimm wird es dann sein? Werden es Angehörige von mir bekommen? Das sind ja Fragen, die jeder Mensch hat. Wie sieht es denn mit dem Sakrament der Krankensalbung momentan aus? Also die Krankensalbung wird bei uns hier in Nürnberg allgemein nicht sehr stark verlangt. Wenn jetzt unser Priester zu Covid-19-Patienten gerufen werden würde, muss er natürlich aufpassen, das Salböl an einem Gefäß mitzunehmen, was er dort im Zimmer entsorgen kann. Oder nur auf dem Wattebausch zum Beispiel. Und natürlich die ganzen Schutzmaßnahmen berücksichtigen. Aber wie gesagt, das kommt nicht oft vor. Es konnten ja lange Zeit auch keine Gottesdienste stattfinden. Jetzt haben Sie hier auch eine Klinikkapelle, in der Sie eigentlich regelmäßig Mittagsgebete und am Sonntag auch einen Gottesdienst anbieten. Wie lösen Sie denn das momentan? Also die Sonntagsgottesdienste haben wir ausgesetzt. Wir haben weiterhin übertragen über den Funk in die Patientenzimmer. Die Mittagsgebete haben wir weiterhin gemacht, von Montag bis Freitag, eine kleine Andacht um 12 Uhr mittags. Die Osternachtfeier, die haben wir hier in einer leeren Kapelle gefeiert, ökumenisch. Ich mit einem Kollegen zusammen, mit einem evangelischen Kollegen und haben sie in die Zimmer übertragen, weil wir einfach auch speziell an Ostern dem Patienten was Positives mitgeben wollten und sie da nicht allein lassen wollten und ihnen einfach auch da diese hoffnungsmachende, frohe Botschaft mitteilen wollten. Herr Krämer, vielen Dank für das Interview. Danke Ihnen.